Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM 21. Coppa Italia steht mal für uns an, danach Brescia und Empoli. Wäre es schön, wenn wir heute drei Siege holen könnten, wer weiß, wie das klappen wird. Ja, am Ende des Tages sind wir bisher normalerweise ganz gut gefahren mit der kompletten Leistung. Das Problem war dann halt leider, dass wir gegen Juve, ich glaube Lazio und ich glaube Milan? Nee, Atalanta war es. Und Lazio, okay, ja. Dann nicht so geil waren. Dann waren wir schon, ich glaube, gegen Atalanta hätten wir schon gewinnen können. Das war dann halt schon die Abwärtsspirale, die uns halt zu schaffen gemacht hat. Das haben wir jetzt zum Glück, denke ich mal, besiegt. Das Ding ist, wir sollten gegen Spezia gewinnen, damit wir wieder auf jeden Fall im guten Run sind. Und dann hoffen wir, dass wir das mitnehmen können. Gegen Brescia und gegen Empoli. Pescara haben wir dann auch noch. Chievo Verona. Dann haben wir auch schon die Winterpause. Also ich würde sagen, los geht's, Coppa Italia, das ist die vierte Quali-Runde für uns. Die spielen wohl 4-1-4-1. Spezia ist im Übrigen auf Platz 2 der Serie B, die sind letztes Jahr abgestiegen. Also ist nicht so schlecht. Auf jeden Fall sollten wir auf der Hut sein. Trotzdem habe ich ordentlich umgestellt. Unter anderem kommt Elvedi rein, Bussaco, Jonasson, Komarin, Giupano wird sein Startelf-Debüt geben. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Tito ist auch noch drinne. Weil Meras sich leicht verletzt hatte, aber er könnte spielen, muss aber auch nicht sein. Und ich hoffe einfach, dass das gut geht. Mancini ist auch drin. Es ist vielleicht ein bisschen viel Rotation, aber ich glaube, das kann man sich eigentlich erlauben. Zumal wir diesen Pokalwettbewerb natürlich nicht gewinnen werden, also dafür sind wir noch zu schwach. Trotzdem würde ich natürlich gerne weiterkommen, alleine wegen dem Geld. Auch wenn man hier in den ersten Runden noch nicht so viel Geld holt. Ich bin gespannt, Jungs, pusht euch bitte einfach. Ich müsste den Ingame-Sound wahrscheinlich noch anmachen, das vergesse ich ja relativ oft. So, und dann bitte gut spielen. 4-1-4-1 ist ein bisschen schwieriger, vor allem wenn sich der Gegner wirklich sehr ekelhaft hinten reinstellt und wir so ein bisschen strugglen. Trotzdem sollte man auch auf diese Chance mal aufpassen, denn wir liegen schon zurück. Wow. Ach ja, das ist leider typisch. Man unterschätzt den Gegner. Warum sollte man hier auch rangehen? Ne? Dann kommt ein langer Ball. Dann ist es Mancini, der nicht richtig mitgeht. Auch Netkov passt nicht wirklich auf. Birz ist ja heute ersetzt worden durch Elvedi. Und schon liegt man hinten. Ach Jungs, ist das schlecht gewesen. Einfach naiv. Und Bussaco hat sich auch noch verletzt. Das geht ja sehr gut los heute. Meine Güte, dann kommt Nicoli rein und Jonasson geht auf rechts. Was ein Start. Gegentor, naiv verteidigt und eine Verletzung von Bussaco. Nice. Macht ja schon wieder richtig Bock auf mehr hier. Eieiei. Unglaublich. Ja, jetzt wird es natürlich für uns nochmal extrem schwieriger. Die Gegner werden sich halt komplett hinten reinstellen. Ich bezweifle stark, dass überhaupt noch eine Szene von denen bei rauskommen wird. Die Frage ist, wie viel kommt bei uns? Tendenziell wahrscheinlich nicht viel mehr. Ach, Mann. Und schon ist die erste Halbzeit um. 3-2 Schüsse. Spezia natürlich mit dem einzigen Schuss, den sie aufs Tor hatten, das 1-0 gemacht. Das ist leider sehr typisch. Ich werde mal jetzt schon auf den Doppelsturm gehen. Ich glaube, das brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird jetzt hier eine ekelhafte Erfahrung werden für uns. Buena Casa kommt dann rein für Giosis. Und wir probieren es einfach so und hoffen, dass die Jungs mal ein Türchen machen. Ja, vielleicht jetzt mit einem Einwurf von Tito. Na, Nicoli hat auch schon gelb. Schöner Ball, Tito. Ah. Schade. Nicoli mit einer 6,3 richtig stark. Da kam auch die Idee in den Kommentaren zuletzt, dass ich den vielleicht im Winter verleihen sollte. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich sogar, weil er einfach nicht seine Leistung aufs Feld bekommt.
Und ich muss ihn auch einfach jetzt schon wieder auswechseln, weil er einfach zu schlecht ist für dieses Spiel. Jepauner hat auch eine 6,1, also wir können hier wieder sehr viel Gehalt einsparen dann. Weil die Jungs einfach nichts hinkriegen in diesem Spiel. 15 Minuten haben wir noch knapp. Wir werden hier höchstwahrscheinlich aus dem Pokal rausfliegen. Und das, weil wir einmal extrem naiv verteidigt haben. Ist extrem bitter, aber leider ist es auch nicht verwunderlich, weil die Mannschaft ist sehr anfällig dafür, würde ich sagen. Wir sind schon eine sehr, sehr arrogante Mannschaft. Und das merkt man gerade in diesen Spielen, wo der Gegner echt nicht gut ist. Klar, Rotation war auch ein Thema, aber ganz ehrlich, wenn die Spieler bei mir spielen sollen, dann müssten sie in diesen Spielen gerade performen können. Ja, das wird das Pokal aus für uns sein gegen Spezia. Die selbst immer eine Chance haben, aber den Ball einfach nach vorne hauen. Allerletzte Möglichkeit jetzt für uns. Ball kommt extrem schlecht nach vorne, auch wenn Jepaun den bekommt. Mal schauen, was er draußen macht. Er schießt den Gegner ab. Und das war's. Ich meine, wie gesagt, es ist nicht wirklich wahrscheinlich, dass wir diesen Pokalwettbewerb gewinnen, aber die Art und Weise halt, ne? Auch hier so ein Pass halt von Netkov, der halt trotzdem jedes Spiel macht, ne? Es ist einfach unfassbar arrogant und naiv gegen Spezia, die bei weitem nicht die schlechteste Mannschaft in diesem Pokalwettbewerb sind. Gerade mit dem zweiten Platz in der Serie B. Naja, da ist es schon wieder vorbei. Ich meine, gut, wir können uns jetzt auf die Liga konzentrieren, was anderes machen wir ja eh nicht. Aber diese Vollidioten halt, das kannst du wirklich keinem erzählen. Einfach komplett gepennt, am Anfang in der 6. Minute und dann nie wieder was gezeigt. Und Bosako hat einen Oberarmbruch. Na super. 9 Wochen. Meine Güte, ey. Ich meine, gut, er war jetzt nicht wirklich eingeplant, aber wie viel Pech halt schon wieder in dieser ersten Folge, in dieser ersten Szene dieser Folge, meine Güte, ey. Ich scout momentan übrigens Rechtsverteidiger, deswegen muss ich immer kurz rein. Dann schauen wir mal, bei wem können wir Gehalt einsparen, gefühlt bei allen, ne? So, Tadikone hat nicht gut gespielt. Da können wir leider nichts machen. Alus war okay. Netkov können wir auch nichts machen. Jupaune sollten wir was machen können. Jupp. Streichen wir mal das Gehalt für einen Tag. Giustis sollten wir auch eigentlich eine Verwarnung aussprechen. Aber das können wir leider nicht. Wahrscheinlich sind die Strafen noch vom letzten Mal drinne. Bei einer 6-4 gebe ich nur eine Verwarnung. Ähnlich wie bei Jonasson und Tito. Weil es halt nur ein 0:1 war, sind die hier noch relativ okay mit den Noten leider. Weshalb wir nicht so viel machen können. Ach Mann, ey. Immerhin akzeptiert jeder seine Strafe. Jepaune, da hat sich nichts geändert. Bei Elvedi ist die Determination hochgegangen auf 15 bei Jonasson. Ebenso, das exakt gleiche wie bei Elvedi. Die Einsatzfreude ist bei Tito hochgegangen und bei Nicolai ist auch die Einsatzfreude hochgegangen. Ach, Nicolai, nee. Vielleicht sollten wir da mal überlegen, ihn eher als Zehner einzusetzen. Weil sein Antritt geht ja leider nicht hoch. Ich meine, er ist noch jung genug, dass die physischen Werte auf jeden Fall hochgehen können. Ach, ich weiß nicht. Leider performt er einfach nicht. Ich hoffe, dass Poschkusch dann ein guter wird, der uns helfen kann. Eieiei. Gegen so einen schlechten Gegner schon wieder rausfliegen, meine Güte. Aber wie. Huch, sorry. Ich hoffe, das habt ihr nicht so laut gehört. Aber ich denke, das ist, wie gesagt, relativ typisch für uns. Hauptsache, wir machen das jetzt gegen Brescia und Empoli komplett anders und deutlich besser. Pescara dann in der nächsten Folge, vielleicht auch in dieser Folge, kommt darauf an, wie viele Szenen wir in diesem und diesem Spiel haben. Ist auch nicht wirklich gut auf Platz 19, also die nächsten drei Ligaspiele müssen alle ohne Wenn und Aber gewonnen werden. Da kann ich wirklich nichts anderes gelten lassen. Die Frage ist, wie die Mannschaft wohl darauf reagiert. Draußen geht's mal wieder ab. So, Birz hat gut trainiert, den können wir loben. Generell eine gute Trainingswoche mit einer 7,99. Ja, chillt. Meine Güte, ey. Die Leute kloppen sich wahrscheinlich schwer tot hier in Berlin.
So, ich werde mal kurz komplett neu machen. Also Birds wird spielen. Netcov bräuchte mal ein Päuschen. Wird aber auch spielen. Tarikone, Chelemenski, Ranocchia. Regini möchte ich mal von Anfang an sehen. Das ist eine interessante Idee. Nicoli kommt auf die Bank. Elvedi kommt auf die Bank. Meras kommt rein. Totino kommt rein. Alous, Mancini auf die Bank. Velardi kommt auf die Bank. Buonacarsi geht ins Sturmzentrum. Calvano muss den Sechser geben, weil Kanyamuna noch 2 Monate verletzt ist. Gyökeres geht auf das Bänkchen. Akoto geht aufs Bänkchen. Dann nehmen wir Paroni natürlich mit. Jonasson. Almici. Und dann haben wir noch Tito, der mitkommt. Der muss dann hier hin, damit schön sortiert ist. Und, ach, stimmt, Busaku ist ja kaputt, da muss Jonasson hier hin, Gyökeres ist hier hin und Titone kommt da noch mit. So ist richtig. Fiorentina hat 5-0 gewonnen gegen Verona, die einfach 2 rote Karten bekommen haben. Es ist 8. gegen 12. jetzt gleich. Wir haben ganz schön verloren an Boden. Netkov, oh, geht doch mal weg, ey. Ich glaube, Netkov wird nicht mehr lange bei uns bleiben. Der möchte weiterhin nicht mit uns reden. Ich glaube ziemlich safe, ehrlich gesagt, dass die Ausstiegsklausel von 22,5 im Winter gezogen wird. Für uns ein bisschen bitter. Uribe kommt ja, aber das Problem ist, wir können ihn noch nicht registrieren. Außerdem kommt er eh erst am 1.7. Okay. Wie sieht's mit Tarikone aus? Möchte der vielleicht jetzt mit uns reden und nicht diese blöde Ausstiegsklausel für Champions League-Vereine drin haben? Na, möchte sie trotzdem noch drin haben. Ach, Mann, ey. Ich bin schon fast gewillt, das zu machen, ne, damit wir die Klausel rausbekommen. Er möchte allerdings auch 23.000 haben, damit wäre er höher verdient als Birds. Wie sieht's bei Chelewenski aus, der bisher eine solide Saison spielt? Also da kann ich mir auch vorstellen, dass die Klausel demnächst gezogen wird. Oh, die können wir rausnehmen. Yes! 25.000 möchte er haben. Er spielt schon solide, aber 25.000 spielt er auch nicht. Ich würde mal auf 18k beginnen. Ich würde ihm 700.000 Handgeld geben. Extrem viel, aber muss sein, leider. Gerade weil wir die Klausel rausgenommen haben, dass er gehen darf für Champions League Vereine. Bei Abstieg darfst du gehen, ha? Für 5 Millionen. Ich packe mal eine normale Ausstiegsklausel auch noch rein, damit ich die komplett wegmachen kann. So, Titel in der Serie A, würde ich sagen, kriegst du 90.000. Coppa Italia gibt's nicht ganz so viel, gibt 60.000. Auflaufprämie muss nicht so hoch sein, gibt 3k. Torprämie können wir ruhig ein bisschen höher machen, gibt 7.000 Euro. Oh, Vorlagen, jo, auch. Team des Jahres, 85.000. Länderspiele wirst du bestimmt machen, dann 3,5. Ersatzspielerprämie geht auf 1,5. Wenn du 10 Vorlagen hast, gehen wir auf 40.000. Und bei den Vorlagen gehen wir auch auf, bei den 15 Vorlagen gehen wir auch auf 40.000. Er möchte 24 haben. Dann versuchen wir auf 19 zu gehen. Auflaufprämie geht auf 4, ich glaube eben hatten wir 3,5 und hier gehen wir auf, ah ja, 52 hoch. Nimmt er an. Wäre okay, Hauptsache die Ausstiegsklausel ist raus. Dazu halt 5-Jahres-Vertrag. Ich glaube, Chelimenski, der könnte noch echt interessant werden. Ist bisher ein guter Spieler. Ich meine, ja, er performt besser, als seine Statistik das hergibt. Aber wenn, dann auf jeden Fall mit Chelimenski verlängern. Netkov wird schwierig, der wird wahrscheinlich auch 30.000 haben wollen. Generell werden die Gehälter regelrecht explodieren jetzt die nächsten, ja, 7 Monate, denke ich. Weil so langsam müssen wir dann mit denen längerfristig verlängern, die wirklich gut sind und in Zukunft auch bei uns spielen können. Ich glaube, Chidmenski ist da jemand, der das könnte. Wenn auch, denke ich, nicht allzu lange. Also ich glaube, in 2, 3 Jahren könnten wir bestimmt einen interessanteren Spieler finden. Aber wer weiß, wie sich Chelimenski bis dahin entwickelt. Und
Vielleicht pusht er sich ja wirklich so krass, dass er auch dann noch für uns sehr gut performen kann. Vielleicht ich als Stammspieler, aber trotzdem so. Ah, der nächste Verein, der Netcop haben möchte. Milan, Leverkusen, Beijing, Bologna, Feyenoord, Lille und Sevilla sind momentan interessiert. Davon kann eigentlich fast jeder, ich würde sagen, bis auf Bologna, die 22,5 zahlen. Vielleicht Feyenoord nicht, aber ich glaube, wenn die irgendwie mal Asche bekommen haben, dann könnten die sich auch gönnen wollen. Und die haben hier zum Beispiel sehr viel Asche bekommen, extrem viel Asche, heftigst viel Asche. Also megamäßig, 108 Millionen haben sie hier bekommen. Unter anderem Boateng verkauft für 62 Millionen oder Panya für 13 Millionen. Also das geht schon. 4-2-3-1 bei unserem Gegner. So, aufgestellt haben wir gerade schon. Ich würde sagen, das lassen wir auch so. Ist auch jeder fit. Yep. Dann los. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so naiv werden wie gerade. Ich meine, Brescia ist deutlich, deutlich besser. Ist auch der beste, den wir jetzt in den nächsten drei CDA-Spielen haben. Also, wenn man irgendwo aufpassen sollte, dann jetzt. Mal schauen. Ist ja auch wieder eine komplett andere Elf. Dann schauen wir mal, was Brescia so aufbietet gegen uns. Was wir aus dieser ersten Szene machen mit Tadic und Netcov am Ball. Chelimenski, ich hoffe, er spielt jetzt nicht schlecht, weil sein neuer Vertrag schon fast in trockenen Tüchern ist. Macht das hier erstmal solide. Oh ja. Der Schuss war nicht so schlecht, aber es war halt nicht die beste Variante. Jetzt zum Beispiel auch einfach Tutino schicken können oder den Ball vorher schon auf Buonacarsa durchstecken können. War jetzt ein bisschen sehr unnötig. Ja, ein bisschen weit weg davon. Ranocchia Mbeumo. Boah, mir das nicht gut. So, abgeblockt von, glaube, Netkov. Eventuell auch Alous. Auf jeden Fall hat sich da irgendjemand richtig schön in den Schuss reingeworfen, dass der bloß nicht reingeht, weil ich glaube, Tadikone wäre in der Szene machtlos gewesen. Vorher schon nicht gut von Meras, der sich nicht von seiner besten Seite in dieser Saison bisher zeigt. Also, denke ich mal. Ja, Reguini zu naiv mit diesem Ball nach vorne auf Buonacarsa. Ich meine, schwierig für ihn ist erst sein zweites Spiel von Beginn an, glaube ich, oder vielleicht sogar sein erstes. Aufpassen jetzt, aber ja, ich glaube, da muss in dieser Szene erstmal nur das Außennetz aufpassen. Ist er nervös oder was? Spiel? Aggressiv, okay. Palumbo bekommt die gelbe Karte und wir haben nach 27 Minuten einen schönen Freistoßversuch, aber Chelimenski haut den leider vorbei. So einen wirklichen Freistoßspezialisten haben wir leider nicht. Reginis Fitness geht auch ordentlich nach unten. Ich glaube nicht, dass er allzu lange noch spielen wird. Generell haben einige nicht ganz so viel Fitness. Alous und Meras beispielsweise, Calvano, Chelimenski auch. Das können wir nicht ganz so verantworten. Bin unzufrieden, Jungs, weil bisher haben wir nicht so viel gezeigt. Der Freistoß, ja, toll, schön. Der Schuss von Chelimenski, ja, auch toll, schön. Aber das war halt alles nicht super gefährlich. So, Giosis kommt rein und ersetzt Regini. Man kann hoffentlich nochmal einen neuen Impuls setzen. Calvano mit einer 6-5, Bürz mit einer 6-5, Medasch mit einer 6-4 und einer gelben Karte. Und wir zum Glück erstmal nicht mit einem Gegentor. Ball kommt nochmal auf Palumbo. Chidimensky mit einer soliden Grätsche. Ball aber kommt nochmal zu Brescia, die jetzt erstmal hinten aufbauen wollen. Tadikone, kein Problem. 59. Minute, Ball kommt nach vorne, Buonacarsa kriegt ihn nicht. Da stehen wir ein bisschen weit weg vom Gegner. Langer Ball nochmal nach vorne, Tadikone klatscht ihn nach vorne. Aber leider nur zum Gegner. Prescher kurz mit ein bisschen Powerplay. Und dann verkacken wir und Pacini macht ihn zum Glück nicht, weil Tadikone seinen kleinen Fehler mit einer sehr guten Parade wieder ausmerzt. Aber so langsam kommt Prescher hier richtig an uns ran. Totino vielleicht jetzt mal. Wenn er sich ein bisschen beeilt, aber gefühlt wird er immer langsamer. Nimmt dann auch komplett das Tempo aus diesem Angriff raus. Ranocchia mit einem sehr schönen Ball, den aber leider Alous nicht mehr bekommen kann.
Ich werde mir Calvano rausnehmen und Mancini reinbringen. Und werde mal versuchen, Palumbo und Zaniletto, glaube ich, heißt er. Zanilato, sorry. Ein bisschen zu ärgern, dass die sich vielleicht gelb-rot gönnen. Also Pressing und Tackling und den Innenverteidiger vielleicht auch hart angehen. Vielleicht können wir dadurch eine gelb-rote provozieren bei unserem Gegner. Wir müssen aufpassen, dass das nicht unbedingt Mehrdash macht, weil der ist auch haarscharf, glaube ich, an der gelb-roten dran. So, Mancini auf Ranocchia. Schön gespielt, sehr schön gespielt. Mehrdash, yes! Nice, man muss ihn nur kritisieren. Zweites Saisontor von Umut. Sehr schön. Mit Bedacht gespielt. Ranocchia bekommt den Ball von Mancini. Gius ist auf Buonacasa. Tottino auf Mehrdash. Und der dann mit einem schönen Schuss ins lange Eck. Gut gespielt, Jungs. Genau so. So, ich werde auf kontrolliert zurückgehen. Sonst kassieren wir hier noch eins. Und das möchte ich nicht. Noch knapp 19 Minuten plus Nachspielzeit. Und Tottino hat mal eine gute Position. Mehrdash, vielleicht eine schöne lange Flanke. Wartet lang ab, nimmt Tottino mit. Kein Foul. Gyökeres bleibt hängen. Und das war schon die Szene. Giappone kommt rein, würde ich sagen, für Buonacasa. Wenig gezeigt heute, wenig Möglichkeiten dafür auch gab, weil Brescia zumindest um den 16er echt solide rumstand. Ich glaube, wenn, dann sind wir auch eher durch Distanzschüsse aufgefallen. Ah, nicht so gut, aber Netkov sehr gut. Oh, der Pass war der schlecht. Oh, der war richtig schlecht. Netkov aber wieder da. Netkov wird ein harter Verlust werden, ne? Spielt deutlich besser als Wirtz. Cipaone! Sehr schön! Nice! Debüttor für Cipaone. Sein erstes im Dress von Palermo. Gyökeres mit der Vorlage. Cipaone erst nach links, dann nach rechts und dann der Schuss, der so ein bisschen komisch aussieht, ne? Weil er so komisch auftitscht nochmal. Aber 2-0, das Ding ist durch. Und Cipaone macht sein erstes Tor für uns. Nice, gut gemacht. Ja, das Gegentor hätte jetzt aber nicht sein müssen. Jetzt müssen wir nochmal zittern, die letzten 3 Minuten. Zanellato, den wir in Bedrängnis nehmen wollten mit dem Anschlusstreffer. Wir können nicht mehr wechseln, weil. Ach ja, Mancini, Gyökeres und Cipaone. Jetzt bitte nichts mehr anbrennen lassen, Jungs, ne? Komplett unnötig. Danke. Ja, das Gegentor war jetzt ein bisschen unnötig, aber ansonsten war es ein solider Sieg. Freut mich, dass Cipaone ein Tor gemacht hat. Ich würde ja gerne mal verlängern mit Netkov, aber der möchte ja gerade nicht. Ich glaube, unsere beste Hoffnung ist wirklich nur, dass im Winter jetzt keiner mit einem ernsthaft guten Angebot kommt, sprich die Ausstiegsklausel auch zieht von Netkov. Alles darunter würde ich eh ablehnen. Es sei denn, wir dürften durch Klauseln halt mehr verdienen. Aber ja, wird halt. Also ich würde sagen, zu 90% wird er gehen momentan, weil einfach so viele interessiert sind. Netkov spielt eine überragende Saison bisher. Ist, glaube ich, mit ja, einem guten Abstand unser bester Spieler. Ich meine, Chelimenski ist gut und toll, aber er ist auch ein bisschen inkonstant. Netkov ist bisher konstant gut. Da haben wir uns einen sehr guten Spieler geangelt für die knapp anderthalb Saisons, aber jetzt wird er uns ziemlich safe verlassen für 22. Ich werde immer noch versuchen, mit ihm zu verlängern und würde wahrscheinlich auch mit ihm jetzt verlängern, wenn eine 22,5-Ausstiegsklausel für Champions League-Vereine drin wäre. Einfach nur, dass der Pool, der sich den Spieler holen kann, kleiner wird. Aber Tendenz ist definitiv leider auf Abschied. Deswegen sollte ich jetzt, sobald ich mit den Rechtsverteidigern jetzt fertig bin, auf jeden Fall schon mal Innenverteidiger wieder scouten. Wobei ich glaube, mir da eher einen Leihspieler holen werde. Ich glaube, mein Plan ist momentan. Oh, ich dachte gerade schon. Mein Plan ist momentan eher so, dass ich Nicoli verleihe, dafür mir einen Leih links außen hole. Dann wird Netkov höchstwahrscheinlich gehen und ich glaube, ich leihe mir dann noch einen Innenverteidiger und versuche dann in Ruhe ein Schnäppchen zu scouten für den Sommer. Aber so ganz safe ist das noch nicht. Vielleicht
Finden wir da noch was Schönes? Das kommt halt auch darauf an, wie Elvedi und Akoto sich verhalten. Weil Akoto wird ziemlich safe gehen, weil wir haben ihm ja versprochen, dass er spielen kann auf seiner Position als kompromissloser Innenverteidiger. Er spielt halt gar nicht, weshalb er uns auf jeden Fall verlassen möchte in ungefähr 20 Tagen. Und dann, ja, müssen wir mal schauen. Uribe, ob er gut genug ist. Ich meine, er sieht sehr, sehr gut aus. Aber wenn wir ihn halt holen, oder also er kommt ja, aber wenn er dann da ist im nächsten Sommer und Sila auch zurückkommt, der bei Leverkusen bisher 9 Einsätze in der Liga und 2 in der Champions League hatte, solide gespielt hat, Werte müssten halt noch ein bisschen hochgehen, dann habe ich ja schon meine 2 Nicht-EU-Plätze, also muss es schon ein Europäer werden oder halt ein ja, Nicht-Ausländer quasi. Nicht die EU-Spieler, sorry, so ist es. Ach, ist schwierig. Ich habe jetzt gerade übrigens nicht Ausländer gesagt, weil ich momentan im Online-Safe in Frankreich bin und da sind es die Ausländer. Wobei es ja auch nicht wirklich Ausländer sind, es ist halt nur ein paar Regionen in der Welt, weil beispielsweise komplett Afrika ist ja nicht Ausland. In Frankreich. Die haben ja sehr, sehr relaxte Ausländerregeln. Was ich sehr geil finde, aber was auch teilweise sehr ärgerlich ist, wenn man sich hier mal so schaut, anschaut, was hier alles als Nicht-Ausländer gilt. Es sind halt alle von den ganzen Abkommen, dann halt Albanien und so weiter. Das ist halt alles für Frankreich kein Ausland. Ne? Russland zum Beispiel ist geil, aber dann denkst du dir, okay, kannst du fast jeden Spieler holen, nur sind dann halt die ganzen Südamerikaner nicht drin, beziehungsweise nur 4. So, Medasch kann er dann nicht. Da muss Tito rein. Und ich werde Mancini für Calvano bringen und Giusis für Regini. Und dann hoffentlich gut spielen gegen Empoli im letzten Spiel in dieser Folge. So, bitte, bitte gut. Die haben unter anderem Dancewell in der Innenverteidigung. Joseph Minala, wow. Der sieht immer noch so unfassbar alt aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber das war mal der Spieler, der, als er bei, ich glaube, Lazio frisch reinkam, damals schon aussah wie ein 30-Jähriger. Das war auch richtig stark. Ah, Freistoß an die Latte leider. Roberto Vincini ist auch noch dabei. Ist das der? Nee, ne? Ich glaube, nee. Ich weiß gar nicht, wie hieß, ich glaube, Giuliano Donati oder so hieß der von Mainz. Gibt's den überhaupt noch? Ich meine, der war relativ alt. Kann er vielleicht schon seine Karriere beendet haben? Oh, Empoli kommt. Oh, gefährlich. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, bei Mainz spielt er nicht mehr. Ich habe ihn jedenfalls lange nicht mehr gesehen. Ich meinte eigentlich, er ist in die Premier League gewechselt oder in die Championship. Giulio war es übrigens, während Mancuso den Angriff leitet für Empoli. Oh, Tadicone. Er ist 31 und spielt bei AC Monza. Ist gewechselt von Lecce und bei Mainz war er ablösefrei. Dann habe ich ihn wahrscheinlich verwechselt mit der Championship mit Balogun. Ich glaube, der ist von Mainz in die Championship gewechselt, wenn nicht sogar in die Premier League. Totino auch abgeblockt leider. Chimanski, ganz schön eng da alles. Alous vielleicht mal auch irgendwo vielleicht eine Lücke finden. Chilimensky! Ja, schade. Ich glaube, das war dann auch gut, dass er irgendwann mal geschossen hat. So, Balogun ist. Ja, zu Brighton aufgewechselt. Ablösefrei von Mainz zu Brighton. 2-8. Dann zu Wigan und dann mittlerweile bei Glasgow. Bei den Rangers. Und Giulio Donati war vereinslos. Für 5 Monate ist dann zu Lecce und ist dann jetzt zu Monza. Monza war der Verein von Berlusconi, oder? Jungs, ich bin nicht zufrieden, das geht besser. Die haben doch Boateng und Balotelli, oder? Jupp, ich sehe es gerade. Wie macht sich Balotelli so? Ich habe nichts Positives von ihm gelesen. 5 Spieler, eine Vorlage in 12 Spielen. Naja. Allerdings ein Tor alle 92 Minuten, das ist dann wiederum nicht so schlecht. Und Boateng, 5 Tore, 4 Vorlagen in 24 Spielen, das ist auch solide.
Monza ist momentan in der Serie B auf, ich glaube, Mittelfeldrang. Oh, nee, oder? Wer war's? Mancini, meine Güte. Das kann nicht wahr sein. Aber Monza ist sogar auf Platz 3 mittlerweile seit dem letzten Spieltag. Ah, das war schon der letzte Spieltag. Wow, ich dachte, ich spiele noch zwei. Ja, Serie A, Serie B habe ich weggemacht, seitdem ich gesehen habe, wie Pescara durchgereicht wird. Kein Elfmeter, oh, zum Glück. Ich habe es nicht genau gesehen, weil ich gerade noch bei Monza war, aber puh. Könnten dann auch langsam mal ein paar Gänge zulegen, Jungs. Oh, gefährlich wieder von Dernzol dieses Mal. Also Monza ist jetzt auf Platz 3 gelandet, spielen damit Playoff. Pescara ist leider abgestiegen in die Serie C. So, Alus. Ah, nicht gut. Mancini geht auch nicht hin. Mancini spielt ein schlechtes Spiel. Netkov. Oh, risky. Auch ein risky Ball. Tutino. Interessanter Ball auf Chidimensky. Und dann trifft er den Pfosten. Ach komm, Alter. Ah, ja. Giappone kommt rein für Bonacassa. Eben hat es gut funktioniert. Wäre schön, wenn das eh nicht gut funktioniert jetzt nochmal. Chidimensky wird wohl auch rausgehen. Dafür ist die Fitness einfach zu niedrig. Nach dieser Szene, die Totino, die Tut, Tito, meine Güte, Tito schießen wird. Ach, in die Mauer. Nochmal die Chance. Ach, und leider drüber. Chidimensky nehme ich auch wirklich nur runter wegen der Fitness. Sonst hätte ich ihn gerne draufgelassen. Ranocchia, ja, Giappone. Yes. Nice. Der ist gerade erst reingekommen. Sehr schön. Und er macht was aus diesen ganz kurzen Einsätzen. Ranocchia mit der Flanke auf Giappone und der macht ihn rein. Sehr schön. Genau dafür ist er da. Sehr, sehr nice. Und jetzt einfach nur noch durchhalten und die 3 Punkte hier mitnehmen. Ah, Alus werde ich mal auswechseln. Ja, Almici sollte das können. Jetzt bitte nichts mehr zulassen. 4 Minuten gibt es oben drauf. Wir gehen auf Zeitspiel, weil ich gerne diese 3 Punkte sicher haben möchte. Und die haben wir auch sicher. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Giappone wieder der Matchwinner. Na, was ist sie wieder? Eben hat er das 2-0 gemacht. Aber er war auch so ein bisschen Matchwinner, weil wir dann auch das Gegentor kassiert haben. 30 Punkte nach 15 Spieltagen. Sehr, 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 sehr schön. Und Giappone wieder sehr gut. Reingekommen, Tor gemacht, genauso wie eben. Kann sich sehen lassen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Noch kein Spiel von Anfang an gemacht. Das ist halt weniger als Regini, der eigentlich für die U20 erstmal eingeplant war. Der hat schon 2 Spiele von Anfang an gemacht. Den werde ich jetzt aber auch erstmal wieder für die. Ach, er ist für die U20, okay. Hui. Huiuiui, das war. Wo ist denn Titone? Ach hier. Das war sehr gut. Jetzt haben wir noch ein wichtiges Pescara-Spiel, dann Chievo Verona. Und dann ist auch schon Päuschen. Ich überlege gerade, wie lange haben wir schon? Ja, 34 Minuten mache ich noch bis zur Winterpause. Hier haben wir noch. Ja komm, wisst ihr was wir machen? Wir machen jetzt noch bis zur Winterpause. Beziehungsweise bis zum übernächsten Spiel. Ich möchte, dass wir dann ein bisschen Chili Vanilli haben quasi. Weil ansonsten müssten wir in der nächsten Folge 2 Spiele machen und dann würde erstmal wieder nichts passieren. Das Einzige, was wir wirklich in der Winterpause erwarten, ist halt, dass Netkov uns verlassen wird. Dafür muss dann aber auch erstmal ein Angebot reinkommen. Rechtsverteidiger würde ich mal schauen, ob ich den schon hinkriege. Das wäre sehr nice, dass er schon mal ein bisschen in der U20 sich pushen kann. Und dann mal gucken. Also Plan aktuell, ja. 2 Wochen vor Beginn würde ich sagen, also das, was für mich planbar ist, wir verleihen Nicolai, holen uns dafür einen Leih-LM. Am besten einen guten, ne, damit wir halt auch noch ein bisschen besser werden. Oder vielleicht jung mit Kaufoption, das geht auch. Dann holen wir uns einen Rechtsverteidiger, der jung ist, der dann erstmal für ein halbes Jahr U20 spielt. Dann werden wir wahrscheinlich ein 5-Sterne-Talent als Rechtsverteidiger bekommen, das ist ja wieder typisch. Und dann, wenn Netkov geht, das ist ja für uns nicht planbar, leihen wir uns doch einen Innenverteidiger.
Das Ziel bleibt ja, oder die Begrenzung bleibt ja bei uns klar, mit den zwei Leihspielern maximal, die wir gleichzeitig haben dürfen. Haben wir momentan keinen, deshalb wäre das ja ohne Probleme machbar. Hat Chilimenski jetzt eigentlich schon seinen Vertrag unterschrieben? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich frage nochmal bei Netkov an, ob der Bock hätte. Die Antwort ist leider nein. Ich müsste jetzt auch ein bisschen rotieren, ne? Ich glaube, die Fitness ist echt nicht gut. Dann haben wir Kivo, die auf 17 sind. Trainingsplan müsste ich dann auch noch machen. Das mache ich jetzt mal ganz schnell, bevor wir jetzt in dieses Spiel gehen. Miraskan, das ist sehr schön. So, wir haben Kivo Verona. Das ist ein Gegner, der nicht ganz so gut ist. Also sollten wir vielleicht eher auf die Offensive gehen, damit wir dort ja nicht nachlässig sind. Das wird dann vor allem das abwartende Angriffsspiel sein, weil sonst direktes Angriffsspiel macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. So, Chancenverwertung, 1 gegen 1 trainieren. Hier möchte ich dann nochmal ein bisschen Ballbesitz trainieren. Genauso wie die Ballbesitzsicherung und dann die Ballverteilung. Und hier werden wir ein bisschen Offensive trainieren und vielleicht mal ein bisschen Standards wieder, weil da waren wir ein bisschen nachlässig bisher, finde ich. So, hier noch und dann ist alles schön. Pescara, Platz 19, ein 5-2-3. So, Regini ist für die U20 gerade unterwegs. Und ich würde sagen, er hat zwei Tore gemacht, also wird Chapone von Anfang an spielen. Würde sagen, das passt so. Aber jetzt, ja, kann ich noch zurück? Nee, ne? Ich habe nicht auf die Fitness gerade geachtet, ich doof. Aber gut, ja, muss jetzt. Diese, machen Sie einfach am besten 2-0 ganz schnell und dann können Sie auch ausgewechselt werden. Ah, das war jetzt doof von mir. Ich sag's auch noch vorher und dann achte ich nicht auf die Fitness. Meine Güte. Ah, ich meine, es geht. Also, es ist jetzt nichts, was wirklich sehr schrecklich ist. Aber gerade zum Ende hin des Spiels wird's eher gefährlich werden. Vor allem bei Pescara sind es nur zwei Spieler. Ach, sorry. Ist es nur ein Spieler sogar. Ja, das war jetzt doof von mir. Aber gut. Ist ja nicht das erste Mal. So, ich gucke gerade die ganze Zeit noch so ein bisschen bei der Serie B in echt gerade rum. Ich wollte gerne mal schauen, ob die Playoff-Sachen schon entschieden sind, aber anscheinend nicht. Venezia ist auch dabei unter anderem. So, Birz auf Totino. Ach, könnt vielleicht kurz warten auf Meras. Ja gut, so geht's natürlich auch. So, Totino, Chilemenski und Fiorello hat den Ball leider safe. Der auch schon Ewigkeiten bei Pescara ist. Diese ganzen Kopfbälle von Netkov und Birz sehen immer so risky aus, ne? Aber sie kommen halt an. Das haben Akoto und Elvedi vorher nicht hinbekommen. Gefällt mir echt sehr gut. Gerade deswegen werde ich Netkov halt auch so vermissen. Oh, Alus. Ganz schön gefährlich. Chidmenski. Ah, schöne Flanke und Gyökeres hämmert das Ding rein. Sehr schön. 1-0 Führung in der 26. Minute. Gyökeres haut ihn rein. Chidmenski mit der nächsten Vorlage. Sehr abwartend hier und dann die scharfe Flanke rein und bam, reingehauen. Und wie schön. Ich gucke und gucke gerade, aber ich glaube, man hat die Playoff-Spiele in der Serie B noch nicht festgelegt. Doch, hat man. Man kommt nur schwer rauf. Brescia ist beispielsweise schon raus, genauso wie Chievo. Cittadella und Venezia haben sich da durchgesetzt. Und Monza mit Balotelli und Boateng spielen dann gegen Cittadella. Hin- und Rückspiel in der zweiten Runde. Und dann mal schauen. Lecce Venezia ist das andere Spiel. Alus und Giusis, was ist los mit dem? Wo hat der die Schusskraft her? Sehr schön. 2-0. Das ging. Ja, na gut, fix auch nicht, aber wow, es überrascht mich, dass Gyökeres auf einmal so viel Schusskraft hat. Wir führen 2-0, perfekt.
Ich werde jetzt noch kurz die Jungs ein bisschen spielen lassen und werde dann höchstwahrscheinlich gleich die rechte Seite mit Chelimenski und Alouz wechseln. Da werden dann Almici und Jonasson reinkommen. Dann wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht. So, ich würde sagen, jetzt können wir Almici und Jonasson reinbringen. Für Alouz und Chelimenski. Ich meine, Netcov würde sich ein bisschen anbieten. Justus würde ich versuchen, noch seinen Hattrick zu ermöglichen. Mancini, Ranocchia wäre die Alternative dann Calvano. Weiß ich noch nicht. Schwierig. Ich meine, für mich erstmal auch gut, dass bisher nicht so viel passiert. Ich werde mal mit dem Tempo deutlich runtergehen, damit die Jungs auch gar nicht mehr so viel rennen müssen. Und dann werde ich Mancini rausnehmen. Aber das Spiel sollte dann auch eigentlich durch sein. Ich kann mir nicht ganz so vorstellen, dass Pescara nochmal so krass rankommt. Vielleicht machen sie ein Tor, aber definitiv keine zwei. Und das war's. Wir gewinnen. Mit 2:0 gegen Pescara, sehr schön. Damit haben wir auch unseren Negativ-Run mit Lazio, Atalanta, Juve und Milan komplett besiegt. Denn jetzt haben wir 5 Spiele in Folge gewonnen in der Liga. Ja, so einfach geht es dann wieder, ne? Das ist dann. Ah, Chelimenski hat seinen Vertrag unterschrieben. Das ist dann leider der FM im Jahre 2021. Aber gut, ich möchte nicht so viel haten. Das habe ich schon in der einen Folge zu viel gemacht. Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. Dachte ich mir, okay, hätte man jetzt nicht unbedingt so viel haten müssen. Ich meine, ich bin immer jemand, der gerne kritisiert. Weil ich denke, man kann immer besser werden. Und wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Ist dann halt immer die Art und Weise, ne? Ich versuche das ein bisschen runterzufahren, aber manchmal geht's dann mit mir durch. Und dann muss ich halt ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Trotzdem natürlich, ihr wisst ja, das ist einfach meine Meinung, die vertrete ich halt, dass der FM dieses Jahr leider, dass der FM dieses Jahr leider ein bisschen einfach ist und dass mir das nicht gefällt, dass diese Runs halt zu krass gestaltet sind. Ich glaube, da kann man ruhig ja, ein bisschen abspecken ist die Frage, wie man das halt macht, ne? Ich meine, wenn man kritisiert, sollte man vielleicht auch Vorschläge dafür haben, wie man es besser machen kann. Weil wenn du jetzt die OP-Runs rausnimmst, ne, sei es negativ oder positiv, dann kommst du halt auch irgendwann vielleicht auf die Schiene, wo der FM unberechenbar wird. Im Sinne von, ich habe hier die beste Mannschaft der Liga. Warum verliere ich gegen den 20.? Wobei das auch relativ häufig vorkommt. Aber früher kam mir das nicht so häufig vor. Ich weiß nicht. Es gibt momentan so ein paar Sachen, die mich auf beim FM wirklich sehr stören. Ich weiß aber auch immer nicht so wirklich, ob das ein reines Problem für mich ist. Weil die Einwürfe beispielsweise, das hatten ja auch sehr viele, aber einige hatten die auch gar nicht, die Probleme. Mittlerweile sind sie ja eher behoben, also sie haben ja anscheinend dann doch was gemacht. Weil jetzt geht nicht mehr jeder Einwurf zum Gegner, jetzt ist es halt irre. Oh, ich dachte gerade schon, hä? Dezember? Dieses Jahr ist es ja, oder jetzt ist es relativ normal, dass wir die Einwürfe zum Gegner werfen, die wir auch vorher in den vorherigen Teilen zum Gegner geworfen haben. Ja, ich weiß nicht. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, ist, wenn es unberechenbar ist. Was mir auch nicht gefällt, ist, da weiß ich auch nicht, ob das nur ein Problem für mich ist. Wenn sich bei mir ein Spieler verletzt, dann verletzt sich sein Backup kurze Zeit später auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das bei mir blöder Zufall ist, aber das fällt mir extrem auf bei Spielern, gerade in meinem anderen Safe, hier ist es noch nicht so krass passiert. Ich habe dieses Jahr kurz mal mit Calvano, dass der kurz ausgefallen ist. Ja, danke. Danke, aber zum Glück nur 1 bis 3 Tage. Ich habe es zum Beispiel bei meinem anderen Safe so, ich habe mit meinem Stammrechtsverteidiger jemand, der 2 Monate verletzt ist.
Und komischerweise verletzt sich im Training dann ein paar Tage später der Backup. Und blöderweise ist dann auch der andere Rechtsverteidiger aus der U20 gerade verletzt. Und das ist schon sehr häufig passiert jetzt, dass ich da schon fast keinen Zufall mehr drin sehe. Vielleicht habe ich wirklich einfach Pech. Das ist sowas, da kann ich jetzt auch nicht auf viele andere Leute drauf achten, weil das ist wirklich eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung. Weil wenn ich jetzt irgendwie Streams schaue oder YouTube-Videos, da fällt mir natürlich nicht auf, wenn da jetzt halt der Rechtsverteidiger von dem Typ verletzt ist, dann sein Backup, das zur gleichen Zeit und das in einem kurzen Abstand. Nur das ist was, was mir wirklich sehr, sehr krass auffällt in meinem anderen Safe. Ich weiß nicht, ob es Pech ist, ob es wirklich Zufall ist, aber es passiert zu häufig eigentlich dafür. Aber vielleicht ist es wirklich Pech. Und dann halt das Formtief und das Formhoch, ne, was viel zu krass ist. Wie gesagt, es ist schwierig mit dem Unberechenbarsein, weil es gibt ja auch sehr oft dieses Jahr viel mehr als die letzten Jahre, finde ich, dass du gegen sehr, sehr schwache Gegner einen Torschuss kassierst, der ist natürlich drinne und die mauern sich halt perfekt zum Sieg dann, obwohl du halt seit 300 Spielen ungeschlagen bist. Das ist auch sowas, das mir auffällt. Wobei da kann ich es vielleicht noch ein bisschen verstehen, dass es eher mit der Taktik zusammenhängt. Anders als bei dem Formhoch. Und dieses Formhoch und Formtief, dass das viel zu krass ist, das ist eigentlich das, was mich am meisten abfuckt. Mit dem Rest könnte ich, glaube ich, überall leben. Nur hier ist es dann irgendwann so, dass ich einfach nichts mehr machen brauche. Und es läuft alles. Und das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das ist auch einfach das, was den FM zu einfach macht. Ich glaube, wenn sie das schon ändern würden, irgendwie, warum, wie auch immer, ich kann da nicht ganz reinschauen, weil ich nicht weiß, wie das programmiert ist. Wie da die Chance ist, dass die Spieler die Fehler machen und so weiter, was da so für Parameter drin sind. Da müsste ich mir mal ein bisschen schlauer machen. Ist schwierig. Ich würde gerne mehr Vorschläge machen, aber dafür fehlt mir dann auch die Kenntnis von dem Spiel oder halt von dem Programmieren, wie man halt das Spiel aufbaut. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, da so viel zu kritisieren, ohne dann wirkliche Vorschläge zu haben. Nur ich möchte es halt sagen. So, und jetzt gegen Kiewo gewinnen und dann haben wir ein richtig schönes erstes halbes Jahr in dieser Saison hinter uns, in der Saison 23-24. Und das mit Calvano könnten ordentlich nach vorne gehen, je nachdem, was Juve und Milan machen. Ist das Solo ist auch noch krass. 4-1-4-1 schon wieder. Hat eben gut funktioniert gegen Spezia. Die Fitness ist immerhin komplett suppi wieder. Und dann nehmen wir nur noch die beiden Kollegen mit. Möchten wir was ändern? Jupauna hat jetzt nicht getroffen. Da würde ich dann wahrscheinlich erstmal wieder Buonacarsa reinbringen. Der Rest war, glaube ich, solide. Jonasson hat getroffen. Sorry. Giusis hat getroffen. Ja, komm, machen wir so. Ich meine, ist der 17., ne? Den sollten wir schon besiegen können, aber ist dann halt auch die Frage, wie das wieder ausgeht. So, auf geht's, Boys. Letztes Spiel für dieses Jahr, 2023. Bitte schön, bitte gut. Hauptsache Sieg. Oh, die haben Ronan Salai. Der hat mir jetzt gerade die ganze Zeit noch gefehlt in meinem Online-Panini-Sticker-Album. Ah, Chidimensky! Nice! Totino legt den Ball nochmal mit dem Kopfball nach rechts. Chidimensky steht da und macht ihn rein. Und wir führen 1:0 nach 7 Minuten und ich glaube 19 Sekunden. Totino legt nochmal ab und Chidimensky, ja, es waren 17 Sekunden. Ich habe dieses Jahr seit ewig langer Zeit mehr kein echtes Panini-Album gekauft. Das war für mich und meine Familie immer so ein bisschen so Spaß, ne? Wir haben dann einfach mal Päckchen gekauft und aufgemacht und zusammengeklebt. Das war halt so ein kleines Familienritual. Aber dieses Jahr haben wir es gelassen, einfach nur weil erstens nicht so Stimmung. Und zweitens, UEFA macht schon echt viele Sachen, die da nicht so geil ist. Und auch wenn es nur halt ein kleines Mini-Album ist, wobei so ein kleines Mini-Album auch gerne mal sehr viel Geld kosten kann, so viele Sticker, wie da mittlerweile drin sind. Schade, Bonacasa. Würde ich gerne versuchen, ein bisschen Geld wegzuhalten von denen.
Auch wenn es natürlich nicht viel ausmacht. Nur ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen Idealist immer. Da versuche ich wenigstens, auch wenn es der kleine Mann, dass der nicht so viel ausmachen kann, trotzdem immer meinen Prinzipien treu zu bleiben und dann halt, wenn ich schon sage, ich finde das nicht so geil von UEFA, was die so abziehen, dass ich dann auch sage, okay, dann kaufe ich mir eben auch keine Merchandise-Artikel von denen. Ich weiß, es macht nicht wirklich viel Sinn, weil die werden genug Geld bekommen. Aber trotzdem muss ich das ja nicht unterstützen, vor allem nicht, wenn ich eh keine Stimmung habe und keine Lust auf, boah, den ganzen Haufen da plus das Turnier, was jetzt halt ganz schön hingeschissen ist. Vor allem ist ein anderes Thema. Gerade jetzt mit der Pandemie und dann muss man halt natürlich in den ganzen Städten die EM-Spiele stattfinden lassen. Aber natürlich unbedingt mit Zuschauern, weil sonst wäre das ja ein blödes Bild. Also, geht weg, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Ich möchte auch gar nicht drüber reden, weil ist momentan viel zu viel Scheiße in der Welt. Wollen wir hier wenigstens ein bisschen abschalten. So, Chilimanski. Nee. Ich hatte ja gehofft, dass er vielleicht so auf der Höhe des Elfmeterpunkts spielt. Weil ich glaube, da wäre Gyökeres gewesen. Vielleicht auch Boyna Kras, aber ich glaube, es sah aus wie Gyökeres. Ist okay bisher. 2-0 wäre sehr schön. Gyökeres spielt bisher auch nicht so schön. Ich muss mir jetzt dann mal schauen, ob das wirklich Gyökeres oder Gyökeres ist. Ich meine Gyökeres, aber ich habe auch Gyökeres schon gehört. Weil ich glaube, das G ist wie im Italienischen dann weich im Griechischen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde nochmal gucken, die nächsten Tage, wenn es mir einfällt, während ich nicht gerade aufnehme. Auf jeden Fall geht er jetzt raus und dafür kommt dann Velarde rein, der auch schon etwas länger jetzt keine Einsatzzeit mehr hatte. Wäre meinen Spielern sehr verbunden, wenn sie noch das 2-0 machen könnten, während ich jetzt erstmal auf kontrolliert zurückgehe, bevor da nochmal die Schlussoffensive von Chievo Verona kommt. Calvano kommt auch nochmal rein für Mancini, der hat gelb ohne schlechte Note. Und Alous nochmal mit dem Einwurf. Knapp 10 Minuten noch. Chelmenski auf Ranocchia, der sieht solide aus. Boah, der Kasa leider drüber. Ah, Giupaone vielleicht rein? Ist ein bisschen wenig Zeit jetzt für ihn, 3 Minuten, aber vielleicht kann er noch was draus machen. Es gibt 4 Minuten obendrauf. Ich werde mal auf Zeitspiel gehen zur reinen Sicherheit, weil es ist nur ein 1 zu 0. Oh, nochmal eine Szene. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber solange wir den Ball haben und halten, ist es ja alles okay. Calvano und Alous. Ah, ist ein bisschen risky hier, Jungs. Wir sind sehr weit aufgerückt. Wenn wir jetzt den Ball verlieren, wird es echt sehr ekelhaft. Ja, das sieht bisher echt solide aus. Giupaone und Medasch. Guter Ball auf Velarde. Velarde! Ah, trifft den Pfosten aus diesem Winkel. Weil der Keeper auch irgendwie einen richtigen Blaho-Moment hatte und einfach irgendwo hingerannt ist. Alous macht das Zeitspiel und dann sollte der Schiri eigentlich auch gleich abpfeifen. Ja, ich denke, das Ding ist durch. Dann werden wir auch dieses Spiel gewinnen, was sehr schön ist. Wir haben uns also wirklich komplett gefangen nach der schlechten Sequenz. Aber das war nach den 2 Spielen, die wir dann gewonnen haben, eigentlich zu erwarten, ehrlich gesagt. So, 6 Siege in Serie, sehr nice. Das Team spielt echt gut. Wir machen wenige Fehler. Und dann geht's in knapp 2 Wochen wieder weiter gegen Rom, dann Inter. Und wir versuchen dann mal im Winter ein bisschen noch was hinzukriegen in Sachen Rechtsverteidiger. Die fast alle gescoutet sind. Das dauert nicht mehr lange jetzt hier. Und dann mal schauen, was mit Netkov passiert. Wir gucken nochmal Tarikone, ob er mit uns verlängern möchte. Er möchte gerade nicht, weil das letzte Gespräch gar nicht so lange her ist. Netkov möchte auch nicht mit uns reden. Da sind weiterhin all diejenigen, die interessiert. Mittlerweile ist auch Bayern dabei. Die können sich diese 22,5 auf jeden Fall leisten. Und dann mal gucken, was da so bei rauskommt. Netkov wird uns mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit verlassen. Birz ist irgendwie gar nicht so krass im Fokus, was vielleicht auch unser Glück ist. Milan ist unter anderem auch interessiert. Da haben wir ja das Glück, dass bei ihm nur der Ausstiegsklausel von 82 Millionen drin ist. Das wäre auch komplett okay, wenn der für diese Summe gehen würde. Aber naja, ich werde jetzt erstmal schauen, wie das aussieht, dass wir schnell die Rechtsverteidiger fertig gescoutet bekommen.
Und dann werde ich mich mal umschauen, ob wir schon mal ein bisschen was scouten für die Innenverteidiger und links außen zum Leihen, weil Nicoli wollen wir dann in der nächsten Folge auch verleihen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen nach vorne machen. Denke mal, viel wird hier nicht passieren. Die anderen Ergebnisse reiche ich euch danach und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Das Ganze am Freitag. Bis dahin. Tschö.